Das neue Pets im Blatter X Kawaii Update ist draußen und ich zeige euch, was alles neu ist, was es mit dem Hardcore-Exclusive-Pet auf sich hat und wo diese Pets hierher kommen. Es gibt eine neue Welt, die Kawaii-Welt, Kawaii-Pets, Kawaii-X, eine Giant-Kawaii-Chest, natürlich muss das extra erwähnt werden, Hardcore-Only-Uches, okay, interessant. Improvements, wow, danke, dass ihr Improvements reingeschrieben habt. Wetten, es gibt keine Improvements. Komm, wir machen mal die Lautstärke so, wie sie sein sollte. Nee, es ist immer noch viel zu laut. Keine Improvements, dankeschön. Beweisführung abgeschlossen. So. Oder warte, anderes Improvement. Was gab's noch für Improvements, die ich immer kritisiert habe? Mir fällt nichts ein. Wo kommen denn die schon wieder alle her? Hallo? Ich glaube, die hat hier jemand hingestellt, um Screenshots zu machen. Und die stehen immer noch in der Welt. Kann das sein? Tja, also dann würde ich sagen, machen wir auch mal kurz einen Screenshot damit. So. Wir gucken jetzt rüber. Es gibt die Kawaii-Welt. Da kann ich noch nicht hin. Also gehen wir einfach mal in den Limbo. Weil vom Limbo aus werden wir zur Kawaii-Welt hinkommen können. Im Limbo finden wir da hinten natürlich. Hier ist es. Welt Nummer 2, die Kawaii-Welt. Mit einer neu gemodelten Kanone sogar. Wow, da bin ich jetzt mal gespannt, was sie noch alles neu gemodelt haben. So, angekommen in der... Ah, da sind die Texturen der Bank. Kawaii-Welt haben wir die Bank. Hier haben wir PX für 100 Millionen. Kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Ich gehe mal auf Equip. Oh, eine Sache ist auch wichtig. Ich sollte vielleicht... St. Patrick's Event ist auch noch da, aber das Vorschaubild ist jetzt anders geworden. Das ist jetzt ein Regenbogen statt St. Patrick's Ding. Natürlich einmal die Ready Pads rausholen. Und dann auch wieder zurückpacken. Aber diesmal lasse ich das Pad, das mir Slytra netterweise gegeben hat, bei mir. Ich glaube, ich habe nicht alle reingepackt, oder? Darf ich noch eins? Ja. So, dann das hier noch abholen. Slytra hat netterweise ja auch wieder Boosts reingepackt. Das heißt, wir gehen jetzt in Kawaii Tokyo und werden uns jetzt hochfarmen. Hoffentlich. So, wie lange dauert das, so eine Kiste abzubauen? Es dauert schon ein Stück. Ich habe alle Boosts drin, die es gibt. Und es dauert ein Stück. Was mir auf den Vorschaubildern aufgefallen ist, überall sind diese japanischen Schriftzeichen. Und das ist überall das Gleiche. Das muss ja was ganz Besonderes sein. Ich habe gestern nachgeguckt, was da steht. Da steht schon einmal nur Kauderwelsch. Zumindest ergibt es keinen Sinn. Es lässt sich durch sehr oder viel oder gut oder krass oder stark übersetzen. Nein! Und damit sind die Serverboosts weg. Dankeschön. Dankeschön. Stell dir vor, du hast jetzt ganz viele Serverboosts rausgeschmissen, damit sie einfach wieder weg sind. Ah. Gut, wir gehen wieder rauf auf Schmackpo. Und ich glaube, ich kaufe mir einfach die nächsten Welten frei. 175 Millionen für die nächste Welt. Sakura World würde ich mal vermuten. Dann 800 Millionen hierfür. Packe ich meine Pets mal hier ran. Und dann 6,5 Milliarden für die letzte Welt habe ich auch. Und wir haben die Kawaii-Welt durchgespielt. Yeah, hat sich doch gelohnt, dass ich gefahren habe. Die Kiste sieht aber mal absolut hässlich aus. Was ist das denn? Ist das eine Hüpfburg oder was? Ich meine, ich verstehe, es soll alles cute sein. Aber das ist nicht cute. Das ist einfach... Es passt nicht mal in den... Kontext der restlichen Welt. Was ist denn das? Aber egal, wir können jetzt hier an der Kiste farmen. Wie schnell farme ich denn? Mit so einem Tick bekomme ich 11 Millionen. Ja, es könnte besser sein. Natürlich, die Serverboosts sind jetzt nicht drin, aber wer weiß, wie oft noch neu gestartet wird. Hier fällt es einem auch schwer, aus der Map rauszugehen, weil die Border jetzt tatsächlich schon hier ist. Hier kommt man auch nicht so leicht raus. Okay. Aber gut, wir haben die Kawaii-Welt durchgespielt. Das ist ja schon mal schön. Wir gucken uns gleich noch die X an. Ja. Und dann steht hier auf den Gebäuden überall das gleiche. Ich dachte, die könnten da doch wenigstens Pet hinschreiben. Oder Huge oder Big Games oder irgendetwas. Ich meine, vielleicht wollten die auch Huge schreiben. Man könnte mit ein bisschen Fantasie denken, dass das Huge bedeutet. Das bedeutet es nicht wirklich. Und mit keinem Übersetzer, den ich kenne, kann man Huge in Englisch eingeben und bekommt dann das raus. Man bekommt immer andere Wörter raus. Also, ich weiß ja nicht. Naja, Sugoi. Gut, die Café-Ex. Ich würde sagen, wir öffnen die einmal. Ich werde dann wahrscheinlich alles... Legendary... Drei Legendaries. Die wurden aber alle auto-deleted. Okay, ich muss erstmal auto-delete ausmachen. So. Und jetzt nochmal. Öffnen wir drei. Bekommen wieder drei Legendaries. Gibt es da drin nur Legendaries? Nee, ich glaube nicht. Ich habe einfach die ganze Zeit nur Legendaries gezogen. Okay. Gut, wie stark sind die Legendaries? Die Kawaii Cat in Basic ist jetzt nicht so stark, weil die ist Rainbow und mein schwächstes Pet. Und dann haben wir hier den Chef Monkey in Normal. 605 Trillion, ja. Also, ich würde sagen, nein. Ich meine, was ist das denn? Wie schlecht sind denn die Pets hier, bitteschön? So, gucken wir uns... Ah, nee, Epic wird ja auch auto-deleted, ne? Also, das ist ja echt ein schlechtes Legendary-Pet, oder? Ich meine, es ergibt Sinn. Es ergibt Sinn, dass die Pets so schwach sind. Weil wenn man sich die ganzen Events wegdenkt, dann dachte ich mir auch schon, wie will Pet Simulator das machen, dass man jetzt durch die Events so starke Pets bekommen hat. Aber man muss ja von der Doodle-Welt aus mit normalen Doodle-Pets, wenn die Events weg sind, auch wieder weiterkommen. Und ja, es ergibt Sinn, dass es jetzt so langsam vorangeht, aber... Hä? Ey, warum darf ich hier nicht rein? Das wäre voll cool, wenn man hier rein könnte. Was soll denn das?
Die haben sich auf jeden Fall Mühe gegeben, hier so eine Map zu bauen. Die Umgebung hier außen ist auch schön dreidimensional, die hat Tiefe, es sieht schön aus. Und ich glaube, es ist auch der richtige Content, um das Spiel an sich fortzuführen. Es kommt jetzt nur ziemlich blöd, dass wir jetzt mitten in so einem, ja, nach zwei solchen Events so ein Update bekommen. Und jetzt sind die Pads aus dem Update halt schlechter als die Event-Pads. Was ist die Chance auf das YouTube? Da steht wahrscheinlich wieder Fragezeichen. Und die Chance ist wahrscheinlich wieder null. Fragezeichen, ja. Hier gibt es keine Huge-Pads und hier gibt es auch keine Huge-Pads. Ich kann theoretisch jetzt ein bisschen hatchen. Ich würde aber mal vorher wieder Auto-Delete anmachen für Legendaries, weil die Legendaries sind ja wirklich Müll. Dann gucken wir einmal auf meinen Pad-Index. Wo ist denn der? Da. Da haben wir den Pad-Index, der ist bei 1161, dann wollen wir den Index ein bisschen voll machen, weil dafür taugen die ja schon. Einfach ein paar Eier öffnen, bis sich der Index gefüllt hat. So, okay, jetzt kriege ich wieder Legend. Oh, sogar ein Rainbow. Jetzt können wir gucken, wie stark ist das Rainbow Legendary aus dem neuesten, letzten, stärksten, teuersten Eck. Und wir haben es... Oh, wo ist denn das? Oh, ich habe Auto-Delete an. Ja, vergiss es, wir gucken nicht nach, wie stark das ist. Ja, da ist schon wieder ein Rainbow Legendary gezogen, aber ich habe Auto-Delete an. Die werden alle gelöscht. Aber ich mag das, dass die Pizza ist. Ich mag auch Pizza. So, und jetzt gucken wir mal 1161 zu 1177. Also ein bisschen was habe ich dazu bekommen für den Index. Ja, sieht doch gut aus. Mir fehlt noch das Seedling Squirrel. Warte, von den Epic Pets. Ja, von den Epic Pets fehlt mir noch das Seedling Squirrel. Und jetzt ist es wieder schwer für mich, den Rest zu finden. Weil es hier mal so verteilt ist. Naja, egal. Das war dann eigentlich das Update. Es gibt ja jetzt Huge Improvements. Was es für Improvements gibt, weiß ich nicht. Es gibt aber auch ein Hardcore-Only Huge Pet. Und das Hardcore-Only Huge Pet ist das, was wir uns jetzt als nächstes angucken werden. Was für ein Huge Pet gibt es denn im Hardcore-Mode? Glücklicherweise habe ich den Hardcore-Modus weit genug durchgespielt, um jetzt auch wirklich sagen zu können, ich gucke einmal kurz vorher noch im Spawn vorbei, weil das wird wahrscheinlich das Update sein, dass die Pets dort entfernt haben. Ja, die Pets sind weg. Okay. So, wir gehen in den Void und dann einmal in den Hardcore-Modus, um dort ein bisschen weiter zu farmen. Willkommen in der Hardcore-Welt. Oh, da ist ein Meteor. Den baue ich ab. Der ist ja einfach so. Ich meine, es bringt jetzt nicht so viel, so einen Meteoriten abzubauen, so einen kleinen, aber komm. Wir sind in der Hardcore-Welt. Ich gehe mal auf Equip Best. Jetzt habe ich wieder 44 Sachen equipped. Na, guck mal, da sind noch ein paar von meinen Love Lions drin. Ich habe gar nicht so gute Pets, weil ich habe Hardcore-Modus, die ganzen Events nicht gespielt. Hätte ich vielleicht machen sollen, dann wäre ich wahrscheinlich schneller durchgekommen. Oh, und was ich auch noch machen muss, ich muss doch meine Huge Leprechaun Cat hier verlosen. Der Gewinner, der steht schon fest, weil ich ihn über Twitter gepickt habe. Das werde ich dann aber machen, nachdem ich ein bisschen mit der gefarmt habe, weil ich kann gerade jedes Huge Pet gebrauchen, um halt schneller durchzukommen in der Hardcore-Welt. Ich glaube nicht, dass ich die Hardcore-Welt so schnell durchspielen kann, aber ich will es versuchen. Ich will es einfach versuchen. Und... Lululum. Sehr gut. Gib. Dankeschön. So, jetzt teleportieren wir uns wieder zum Limbo, um vom Limbo dann rüberzukommen in die Kawaii-Welt. Da, Kawaii-Welt, ich komme. Balloon. So, angekommen in der Kawaii-Welt, 175 Millionen. Das heißt, die erste Welt kann ich mir tatsächlich leisten. Dann würde ich meine Pets einfach mal an so ein Geschenk packen. Und hab mir schon gedacht, die werden jetzt eine Weile brauchen, um das Ding abzubauen. So. Ja, hier gibt es ein weiteres Huge Pet, welches man nur im Hardcore-Modus erfarmen kann. Das macht das Huge Pet natürlich sehr viel seltener, weil die meisten Leute werden die Hardcore-Welt gar nicht so weit gespielt haben. Man muss ja erstmal durch die Cat-Welt durchkommen, die unendlich lange dauert. Danach die Doodle-Welt durchspielen, die nicht ganz so lange, aber trotzdem noch sehr lange dauert. Und dann muss man auch die Kawaii-Welt durchspielen, was wahrscheinlich auch eine Weile dauert. Mal gucken, wie schnell farm ich denn hier? Ich krieg 300.000 pro Tick. Das kann dauern, weil ich brauche, ich glaube, 7 Milliarden brauche ich noch. Ich rechne das einmal ganz kurz aus. 7.000.000.000.000 geteilt durch 300.000 sind gleich sehr viele Ticks. Geteilt durch 60 Sekunden sind gleich, okay, geteilt durch 60 Minuten sind gleich 6,5 Stunden werde ich wahrscheinlich brauchen bei der Geschwindigkeit, wenn ich weiterfarme. 6,5 Stunden. Bei der Geschwindigkeit, wie ich hier gerade an diesem Geschenk farme. Wow. Aber 6,5 Stunden sind machbar. Das ist weniger als etliche Tage. Und es gab ja auch Leute, die haben die Hardcore-Welt ja schon ein bisschen weiter gefarmt. Guck mal, Small Hamster ist ja auch ein bisschen weiter gekommen. Wahrscheinlich, weil der auch in der Doodle-Welt noch ein bisschen gefarmt hat. So. Oh, ich habe wieder was in den Gifts. Oh, dankeschön für das Update-Hype-Gift, Breiwalker. Dankeschön. Aber da ich jetzt sowieso ewig brauche, um das Ding abzubauen, würde ich sagen, verlose ich jetzt die Huge Leprechaun Cat. Da muss ich nur einmal nachgucken, damit ich den Namen nicht falsch schreibe, wie der Gewinner hieß. Da haben wir ihn.
Okay, der Gewinner ist Bad Advice. Dann gehe ich mal rüber zum Briefkasten, gehe auf Send und schreibe dann den Namen so rein, wie er es geschrieben hat. Okay, B-Advice-Y-T steht da. Genau, habe ich so geschrieben. Du bekommst mal die Huge Leprechaun Cat, bitte sehr. Und kannst du dann halt aus deinem Briefkasten rausnehmen. Dann haben wir das auch hinter uns. Ich habe jetzt wieder einen weiteren Pet-Slot, den ich auffüllen muss. Aber so ist nun mal das Leben, ne? Die Pets sind so cute. Ich glaube, darum geht es auch bei dem Kawaii-Update, weil Kawaii ist ein Wort für cute. Es steht inzwischen zwar eher so für so eine ganz japanische Cute-Ästhetik, aber im Grunde heißt es cute. Ah, ich kann hier nichts öffnen. Komm, ich öffne ein Eck und bekomme... Oh, warte, ich hatte noch Auto-Delete an, ne? Ja, ich hatte Auto-Delete noch an. Ja, das habe ich gewusst. Das war mit Absicht, Leute. Das war mit Absicht. Ich bin doch nicht blöd. Naja. Improvements. Ach ja, Improvements. Stimmt. Das Update bietet übrigens auch Improvements. Also, hier schon mal nicht. Das geht auch nicht. Ja, guck mal, wir haben einen Grid View. Also, ich weiß nicht, was sie improved haben. Improvements. Ein Mini-Komet landet in der Town. Zum Glück komme ich gerade rechtzeitig, wo ich das Geschenk hier abgebaut habe. Wo ich das Geschenk hier abgebaut habe. Bitte, please. Farming, Farming, Farming. Ein Triple Coins Boost, ja. Und dann geht's rüber zur Town. Den Mini-Kometen brauche ich. Ich brauche den. Wo ist er? Wo ist er? Da vorne? Nee. Wo ist er? Ich sehe keinen Mini-Kometen. Mini-Komet, wo bist du? Mini-Komet. Und da gibt's noch eine andere Town. Das hier ist doch Town, oder? Town? Mini-Komet, hallo? Bitte? Ich habe so das slight feeling, dass der nicht kommt, oder? Oder habe ich ihn schon verpasst? Hallo? Hi, Daniel. Ich glaube, ich habe den Mini-Kometen verpasst. Ja, kann sein. Naja. In 6 Minuten findet die Scavenger-Hunt statt. Und die habe ich dann auch noch gemacht. Das war's an sich mit dem Update. Viel mehr bietet es nicht. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von dem Update haltet. Ich würde sagen, es war ein solides Update, weil es hat im Grunde das Spiel fortgesetzt. Die Welt ist nicht schlecht, sie sieht hübsch aus, aber es ist jetzt auch nichts, wo ich mir denke, wow, das haben wir gebraucht, weil Improvements habe ich nicht gesehen. Wenn ihr wisst, was improved wurde, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Klickt jetzt auf das Video, das euch hier angezeigt wird. Bis dann und ciao!